und ihr seht das. Ja, jetzt. Das war eine lange Nacht. Na, wir machen gar nicht so lang. Sage ich jetzt noch und am Ende, na, mal gucken. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich werde einfach mal starten. Das Spiel heißt The Crooked Man, ist wie gesagt ein RPG-Maker-Spiel von Uri. Uri hat das, glaube ich, gemacht. Die hat eine ganze Reihe von den Spielen gemacht. Die bauen auch so ein bisschen storytechnisch aufeinander auf. Gibt irgendwann auch mal, ich sag mal, ein Crossover, wo alle Charaktere sich aus den vorherigen Spielen treffen. Es ist so ein bisschen wie eine gute Nachtgeschichte. So ein bisschen. Ich mache einfach mal Start und wir gucken uns das an. Es ist ein Horrorspiel. Es gibt wirklich eklige Inhalte. Ja, also just in case. Es ist, seid gewarnt, es ist ein Horrorspiel. Es ist Baba. Aus dem entspannten Subnautica. Es war einmal ein krummer Mann. Er ging eine krumme Meile. I guess. Er hat einen krummen Penny gefunden. Upon a Crooked Stile? Bin mir gar nicht sicher. Er hat eine krumme Katze gekauft, die eine krumme Maus angeschleppt hat. Popo Katze, was machst du da? Sie haben alle zusammengelebt in einem krummen kleinen Haus. Auch voll da. Alles klar, ja. Paul. Oh, endlich. Sieht ganz schön sauber hier aus. Marion? Das sollte es auch. Gibt es noch irgendwas, womit wir dir helfen können, David? Na, mir geht's gut. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Katze, was zum Teufel? Habe ich das nicht angepasst? Ich habe es doch extra geupdatet. Kannst du nochmal neu laden, gucken, ob es wirklich nicht drin ist? Dachte ich hätte. Komm da runter. Und spring mir bitte nicht gleich wieder auf den Rücken. Oh, und vielen Dank, dass du mir hier diesen Ort gezeigt hast, Paul. Dafür werde ich mich irgendwann revanchieren. Doch, hat geklappt. Okay. Puh. Ich würde schon sagen, hier auf nichts kann man sich mehr verlassen. Ja, freut mich. Wir drei sollten uns mal treffen zusammen und rausgehen, was trinken. Ja, ich freue mich schon total drauf. Naja, gut, es wird spät. Wir sollten langsam los. Alles klar, seid vorsichtig, ihr beiden. Da gingen sie. Da waren wir schon alleine. Ich war zu langsam. Ja, passiert. Nein! Koko! Mano! Diese Katze einfach. Und das ist halt so ein RPG-Maker-Spiel, wie ich quasi auch dran sitze und dran werke. Und ja. Waschbecken, Ofen, Kühlschrank, das da, das da. Was man halt so kennt, Telefon, Taschentücher, ihr wisst schon. Da kann man sich hier hinlegen und schlafen. Einfach Hayabubu machen. Ey, diese Katze ist super, super krass drauf. Und es sieht meinem Spiel momentan schon sehr ähnlich, weil, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen dran gerichtet, dass es halt, ja, so ein bisschen sehr inspirieren lassen. Aber ich feiere es einfach auch sehr. Einfach die riesigste Waschmaschine der Welt. Wie. Oh. Ich kann den Vorhang wegmachen. Okay, cool. Müssen die nicht neben das Bett? Ja, da war kein Platz mehr. Okay, hier ging es halt theoretisch nach draußen. Das ist ein ganz schön langer Riss in der Wand. Bin beim letzten Mal noch irgendwie aus Versehen. Habe ich weitergespielt, obwohl ich es gar nicht wollte. Und jetzt kriege ich nichts mehr hin hier. Lol. Also, wir sind David Hoover. Wir haben 100 Leben. Hat er 6? Ach nee, hier, Data 1, Data 2 gibt's. Ich mich mal drüber. Oh, diese Katze. Kann ich noch irgendwas machen? Ich kann theoretisch auch mit dem Controller spielen. Ziemlich gut. Theoretisch. Praktisch. Kein Bedarf. Hä? Oh nein. Paul hat seinen Führerschein vergessen. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob sie noch da sind.
Ja, die laufen dann halt einfach drüber. Über die Sofa, Joe mit den Schuhen. Hä? Oh, was ist mit diesem Ort? Ernsthaft? Es ist so dreckig. Es fällt quasi schon auseinander. Was hast du dir dabei gedacht? Er wollte doch einfach nur seinen Ort ändern. Und das hier wird ihm nicht helfen, verstehst du? Guck mal, was kann ich denn schon dafür? Er ist halt nicht der reichste Typ, weißt du? Und naja, nicht viele Orte, Wohnungen kommen mit Möbeln daher. Katze. Mal nichts zu zocken. Update. Uff, 2 Stunden? Für 4 GB? Kann doch gar nicht sein. Außerdem hast du doch gesagt, dass ich nach diesem Ort suchen soll, oder? Jetzt beschwer dich mal nicht. Ja, du hast schon recht. Tut mir leid. Ich wollte doch nur David helfen. Ich weiß. Ach, guck mal. Mir sollte es doch leid tun. Wir werden ihn schon bald besuchen. Naja, ich glaube, der Führerschein kann warten. Der License könnte auch Perso sein. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Schätze ich mal. Ich gehe besser ins Bett. Telefon. Ich wollte doch nur schlafen. Hallo? Hallo? Wer ist da? Shirley? Okay. Gut. Danke fürs Gespräch. Ach, ist egal, ich sollte den Tag einfach beenden. Es sollte mir eigentlich relativ leicht fallen. Oder ich sollte es mir relativ leicht machen für den ersten Tag in diesem neuen Ort. Einfach nur schlafen. In diesem wunderschönen, bestimmt schon gebrauchten Bett. Oh Mann, ich bin auf einmal so fertig. Zeit für ein kleines Nickerchen. Katze. Ist denn dein Problem heute? Hä, ernsthaft? Weint da jemand? Oh, ich kann so nicht schlafen. Vielleicht einer der Nachbarn? Oh, ich sollte mal rumfragen gehen. Ich glaube auch, ich müsste mal die Katze rausschmeißen gehen. Ich bin sofort wieder da. Hallo Flicky und nein, noch nicht. Also das meint sieht sehr ähnlich aus. Sehr ähnlich. Okay, keine Antwort. Ja, ach, wer ist denn das um diese Uhrzeit? Entschuldigung, ich weiß nicht, ich konnte sie aus meinem Zimmer hören. Ich kann so nicht schlafen. Könntest du vielleicht aufhören damit? Hä? Wovon redest du? Ich habe geschlafen, bevor du mich aufgewacht hast. Versuchst du hier irgendwas anzufangen? Wo kommt jetzt die andere Katze her? Oh, Mann, oh. Du bist doch der Typ, der in 204 jetzt eingezogen ist. Du kannst mich unmöglich gehört haben von da aus. Ja, auch wieder wahr. Tut mir leid, dass ich dich wach gemacht habe. Auf Wiedersehen. Sie hat recht. Die Räume sind wirklich sehr weit auseinander. Viel wichtiger, es hat ja auch ein Mann geweint. Oder war das meine Einbildung? Was auch immer. Ich sollte einfach zurück ins Bett gehen. 204? Dann wohne ich von rechts. Okay, nochmal aufstehen, kurz die Katze rausschmeißen. Die andere, bis gleich.
So, jetzt noch der Kater hier drin, der wird bestimmt auch gleich raus wollen. Ja. Mann. Und 2 Minuten habe ich noch, bis er bei der Tür ist. Es ist. Diese Katzen. Es ist dann noch gar nicht um 9. Oh gut. Zeitumstellung halt. Ich muss sie irgendwie erstmal dran gewöhnen hier. Ich schmeiß noch den Kater raus. Dann sind alle 3 Katzen draußen. Ich hoffe, dann habe ich meine Ruhe. So, ich hoffe, dass ihr auch spätestens jetzt alle auf Toilette seid, nachdem ihr das ganze Plätschern gehört habt. Das wäre mir auch sehr wichtig. Ist das Toilette? Nee. Ich muss gerade nicht. Badewanne. Ih, das Wasser. Ist der Wasserhahn kaputt? Unter dem Bett. Ha, wollte Paul mich verarschen? Oh, das ist übel. Geschmacklos. Bah. Unter dem Bett, hä? Was ist denn da? Ich hab was gefunden. Ein Teil von einem Notizbuch. Kann ich lesen? Seitdem sie weggegangen ist, bringe ich damit jede Nacht in mein schwitziges Kissen zu heulen, I guess. So ganz grob. Ich kann nicht auf Wiedersehen sagen. Was für eine Wahl habe ich denn noch? Alles klar, Chonky. Ja, viel Spaß im Schlafi-Lurk. Und ich freue mich auf jeden Fall auch schon auf Creed Hell. Ich habe eventuell ein bisschen angefangen, Arras schon mal zu töten. Schlaf gut, danke dir für dein Lurk heute. Oh. Hä, was ist das? Hat der vorherige Bewohner das hier hinterlassen? Ach, was auch immer. Ich gehe ins Bett. Diesmal aber wirklich. So, erste Nacht schon völlig unruhig. Der weint schon wieder. Ach, wo kommt denn das her? Hör schon auf, ich muss nicht schlafen. Ich auch, jede Nacht. Irgendwo kommt mein Weinen her. Ja, früh am Morgen, das Telefon klingelt. Hallo? Ja, danke für die ganze. Nein, nein, so habe ich das nicht gemeint. Ich bin nur ein bisschen beschäftigt mit der Arbeit, also. Ja, ich werde heute vorbeikommen und zum Besuchen. Sag ihr das bitte. Okay, bis dann. Mann, ich habe ja quasi bis Mittag geschlafen. Ich sollte langsam los. So viel dazu ist irgendwie, sich einfach zu machen. Ich weiß auch nicht mehr. Es gibt übrigens mehrere Enden und ich habe keine Ahnung, was die Bedingungen dafür sind oder waren. Paul, was ist denn? Ich habe meine. Ich behaupte jetzt mal, Führerschein gestern vergessen. War ich vielleicht auf dem Tisch? Oh ja, das hier. Tut mir leid. Ich wollte ihn dir gerade bringen, aber. Ach ja, danke. Musst du irgendwo hin? Ja, ins Krankenhaus. Ah, ich verstehe. Pass auf dich auf, ja? Ja, Paul, hast du irgendwas an den Spiegel im Badezimmer geschrieben? Hä? Warum sollte ich das an den Badezimmer schreiben? Für was für ein Lausebub hältst du mich eigentlich, David? Nein, es tut mir leid, so meinte ich das gar nicht. Ach, egal, ich muss los. Däm, däm, däm. Im Krankenhaus.
Was, dass du da bist? This is ridiculous. Das ist lächerlich. Ich auch Geräusche sage ich für noch irgendwie so leise, ne? Aber wenn die irgendwie durch die Türen rennen, ist es irre laut. Machen wir noch ein bisschen lauter, glaube ich. Okay, es hat schon maximal laute Stärke. Nicht, dass der Sound jetzt besonders schön ist und ich ihn lauter hätte, aber ja gut. Mom, es ist schon eine Weile her. Wie geht's dir so? Doch, mein. Wenn das nicht der kleine Timmy ist. Du bist ganz schön gewachsen. Ach, gut, du siehst relativ gesund aus. Es tut mir leid, dass ich dich nicht mehr so oft besuchen kommen kann. Ich bin ziemlich beschäftigt mit der Arbeit. Ich habe mir ein paar Tage freigenommen und ich bin in diese tollen neue Wohnung gezogen mit Möbeln und allem. Möbeln? Tim, was mit dir? Keine Ahnung. Der kleine Timmy ist gewachsen. In der Nähe ist auch dein Lieblingskuchenladen. Also wenn es dir etwas besser geht, könnten wir dort zusammen wohnen. Mach, das ist ja wundervoll. Verstehst du dich denn noch so gut mit Linda? Diese Kämpfe von euch oder Streits, die haben mir immer so viele Sorgen bereitet. Vielleicht kann ich euch ja mal irgendwann besuchen kommen. Ich mag Apfelkuchen. Du nicht auch? Ich mache den besten, weißt du? Mom, ich bin nicht Timmy. Ich bin dein Sohn David. Erinnerst du dich? Ach ja, ja. Die Bäckerei hat letztens geöffnet. Es smelt so wundervoll. Es riecht so wundervoll. Vielleicht sollte ich dort einen kaufen. Mom? Was? Wer bist du denn? Warum bist du hier? Wie bist du hier hereingekommen? Das ist mein Zimmer. Bist du vielleicht im falschen Zimmer? Wer bist du? Sag was, hörst du? Mom. Verschwinde. Sonst lass ich dich herauswerfen. Irgendjemand, hallo, Hilfe. Hier ist ein gruseliger, komischer Mann in meinem Zimmer. Los, schmeiß ihn raus. Jetzt! Mrs. Hoover. Bitte strengen Sie sich nicht selbst so an. Gehen Sie wieder ins Bett, okay? Wer bist du? Berühre mich nicht. Verschwinde. Bitte beruhigen Sie sich. Zurück ins Bett mit Ihnen. Es tut mir leid, David. Überlass deine Mutter lieber uns. Vielleicht solltest du jetzt lieber gehen. So, die haben falsch übersetzt, haben aus 2 Minuten 2 Stunden gemacht. Ja, okay, dachte ich mir schon fast. Ich dachte, ja, für 4 Gigabyte ist ja lächerlich. Alles klar, kümmert euch gut um sie. Davy? Ist das mein Davy-Junge? Wohin gehst du denn? Verletzt du mich? Verlässt du mich? Ich fühle mich auch langsam ein bisschen verletzt. Mom! Mom! Auf. Deine Flugschulenprüfungen stehen demnächst an. Du wirst doch bald schon ein Pilot sein, nicht wahr? Ich werde dir jetzt deine Mutter immer den Rücken frei halten. Bitte lass mich nicht alleine. Ich will hier nicht alleine bleiben. Bitte, Davy. Mom, erinnerst du dich? Mom? David, bitte geh jetzt. Sie ist wirklich sehr verwirrt gerade. Aber sie hat mein... Ich hab gesagt, verschwinde. Da hat sie noch geschrien. Mrs. Hoover, bitte beruhigen Sie sich. Holen Sie die Beruhigungsmittel. Ich kann nicht zurück. Ich kann nicht zurück. Oh, Herr Doktor. Hallo David. Hast du deine Mutter gesehen? Ja, auch wenn sie sich immer noch nicht an mich erinnert. Ja, sie hat viele Sachen vergessen und sie hat immer noch Probleme damit, ihre Emotionen zu kontrollieren. Also,
kann ich dich nur fragen, dass du noch ein bisschen Geduld hast. Vielleicht geht es ihr schon bald wieder besser und dann kannst du mit ihr zusammenleben. Ach, danke. Ich hoffe, sie können ihr helfen. Bom, bom, bom. Tragic Mom Story. Was war das? Oh, wieder da. Zugang wurde neu gemacht. Ah, okay. Das hört sich doch gut an. Ein bisschen Eisen kann nie verkehrt sein. Man hat irgendein Geräusch gehört, dass sich irgendwas bewegt hat. Ach. Was tut das? Was tut das? Das ist der Stuhl. Die stand doch vorher hier. Hab ich diesen Stuhl bewegt? Ha. Da ist irgendwas in den Schubladen. Was war denn ein Leaflet für eine Schule? So ein Flyer? So ein Flyer, ne? Sieht ganz schön alt aus. Diese Kurse hier sind eingekreist. Wollte hier jemand ein Anwalt werden? Ich schätze, das gehörte dem ehemaligen Bewohner. Er hat bestimmt einiges vergessen hier. Naja, vielleicht wäre es auch besser gewesen, gar keine Möbel zu haben. Alter Computer. Das Telefon, mal wieder. Hallo? Hey David, wie geht's dir? Du hast mich doch erst gestern gesehen. Mir geht's gut, danke. Ja, gut, gut. Ruf auf jeden Fall an, wenn du dich ein bisschen einsam fühlst. Ich kann dich dann so mit Paul besuchen kommen. Ach so, nebenbei. Wurde gestern von Shirley angerufen. Wir haben nicht wirklich miteinander gesprochen, aber tut mir leid, ich habe ihr deine Nummer gegeben. Sie hat gesagt, sie macht sich so viele Sorgen um dich. Ja, ist schon okay. Ich habe ihr gesagt, sie muss sich keine Sorgen machen, aber sie wird sich lieber um sich selbst kümmern. Alles klar. Gut, dann lege ich es erstmal auf. Alles klar, bis dann. Kudunk. Ja, Shirley hat ja gefühlt mitten in der Nacht angerufen schon. Oh, ich bin so müde von dem ganzen Lesen. Vielleicht sollte ich ins Bett gehen. Wir können einfach nochmal speichern. Ich werde aber auch nicht wirklich Überlänge machen. Ich denke noch so 20 Minuten und dann ist wieder keine Bettchenzeit für mich. Ich nur versuche irgendwie heute mal ein bisschen eher ins Bett zu kommen, weil morgen ist ja wieder Elden Ring-Tag. Muss ich fit sein? Warum ist es selbst angegangen? Ist es kaputt? Ah. Was zum. Das ist gruselig. Hat es gesagt, Waschbecken? Was war das? Ah, der Sink. Ah, immer dieses Waschbecken. Ne, das ist. Okay, nee, warte, das ist schon mehr dingsig. Ich muss nicht. Ich hätte schwören können, das wäre das gewesen, aber wahrscheinlich das andere. Okay. Hier ist ein Stückchen Papier. Dumm. Diese Zettel. Er war einst ein krummer Mann. Und ja, zusammen in einem kleinen krummen Haus gewohnt. Ist das eins dieser Gedichte? Warum ist das denn hier unter dem. Ich will gerade Badeschrank sagen. Oh, oh nein, ich habe es gerade geklickt. Unter dem Waschbecken natürlich. Manchmal, wenn ich die englischen Sachen lese, vergesse ich die ganzen deutschen Sachen. Das wird mir total schwer. Das ist irre, vor allem auf die Uhrzeit wie wieder. Ach, so viel merkwürdiges Zeug. Ich sollte einfach schlafen und darüber das alles vergessen. Einfach immer alles auf Englisch spielen. Das ist so viel einfacher. Jetzt wieder Hayabubu-Zeit. Ich wollte doch nur einfach alles verändern. Es hat wohl nicht so geklappt. Ich freue mich ja, dass Paul und Marion geholfen haben, aber ist nicht wirklich glücklich mit der Wohnung. Ich habe irgendwie viele Katzenhaare hier überall im Auge. Ist das ein Kind, was ich da höre? Ach, so spät in der Nacht?
Warum sollte dann ein Kind hier in diesem abgefuckten Apartments wohnen? Ja, vielleicht hat es sich verloren. So ist es verloren gegangen. Das Kind ist verloren, wie immer. Ich sollte es mir mal ansehen gehen. Ach, immer diese Kinder, die einfach ausreißen und dann. Jetzt ist es ruhig. Natürlich sind hier keine Kinder. Oh, ich bin wohl echt müde. Warte, was? Nein. Nein, meine Tasse. Ach, nur eine zerbrochene Tasse. Oh Mann, das hat mich echt erschreckt. Warte, was? Help me. Der Kaffee. Du musst mich doch wohl. Nein, das kann doch nicht. Dieser Raum ist wirklich, wirklich merkwürdig. Was ist denn das mit diesen Stimmen? Der Fernseher geht an und was ist das? Kaffee hat er jetzt drin gelassen. Toll, aber alles andere hat er weggeräumt. Hey Paul, hier ist David. Ja, was gibt's? Mann, du hörst dich echt müde an. Ha. Ja, ich war die ganze letzte Nacht wach. Ich muss dich mal was fragen, wenn das okay ist. Ja, was gibt's? Weißt du, wer hier früher gewohnt hat in dem Zimmer? Na, keine Ahnung. Du könntest ja die Vermieterin fragen, wenn du. Warum interessiert dich das? Naja, also, er scheint schon eine Menge Sachen vergessen zu haben. Ich werde einfach die Vermieterin fragen, klar. Bis dann. Ah, die Vermieterin ist ganz am Ende des ersten Flurs, Etage. Mal gucken, was sie so weiß. Badum, 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 badum. Hier ist auch so ein Riss. Dieser abgefuckte Bruder einfach. Ist ja immer so schön Omi-like. Hallo, ach, es ist Mr. David. Ist denn irgendwas nicht in Ordnung? Ach, guten Tag, Miss. Ich wollte nur etwas fragen. Sehen Sie, wegen dem Zimmer, in dem ich. Können Sie mir irgendwas über die Vorbesitzer erzählen? Ja, weißt du, diese Apartments haben immer Leute, die kommen und die gehen und. Ah, was war nochmal der Name von dem Jungen? Hallöchen, Tomokoto. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Dich wundern, wir spielen hier gerade ein kleines Horrorspiel. Ein kleines. Ich glaube, er war in deinem Alter. Er ist plötzlich vor einem Monat einfach abgehauen. Er meint, er wird die ganzen Möbel zurücklassen und lässt es einfach, wie es war. Also, weißt du nicht, wo er zufällig hingegangen ist? Ah, ich habe das nie gehört. Nein, keine Ahnung. Er ist einfach weg, ins Blaue verschwunden. Ah, Moment, ich erinnere mich an diesen Namen. Ich könnte in meinen Dokumenten nachsehen, wenn du möchtest. Nein, keine Sorge. Ich war nur ein wenig neugierig und danke, ich würde mich einfach etwas umsehen. Alles klar. Tut mir leid, dass ich nicht sehr hilfreich war. Ja, aber hätte doch gucken lassen können. Ein Mann ungefähr in meinem Alter. Ich kann mich nur fragen, wie er wohl drauf war. Naja, gut, ich gehe zurück in mein Zimmer. Man hat halt immer diese Anweisung noch mit drin, was halt als nächstes zu tun ist. Das ist so, ja, das ist wieder sehr typisch. Oh nein. Sachen, die passieren. Merkwürdig. Warum sind hier diese Spuren auf dem Boden und sie führen genau zu dieser Wand? Ist da irgendwas in diesem Riss? Ein Bronzeschlüssel? Was ist denn Press wieder? Und oh, dieser Schlüssel sieht ziemlich fancy aus. Oh, ich frage mich, ob er für irgendwas hier drinne ist oder für was anderes?
Ja, es gibt gezeichnete Bilder, die ich sehr, sehr geil finde, auf jeden Fall. Auf deiner Straßenseite wird gerade eine Wohnung frei. Willst du umziehen? Jetzt, wo alles geklärt ist? Ha, die Stimme von dem Typen. Die Stimme von dem Kind. Diese Schreibereien auf dem Spiegel. Ein Fernseher, der plötzlich angeht. Der Kaffee auf dem Boden. Es fühlt sich an, als ob hier ein Poltergeist oder irgendwas. Aber ich denke, die Vermieterin wird schon irgendwas erwähnt haben, wenn hier irgendwas los wäre. Was geht hier ab? Nicht, dass es mich groß interessieren würde, wenn hier Geister wären. Niemand würde es wirklich interessieren, wenn ich, naja, hier sterben und gejagt werde. Aber ich frage mich, ob dieses Stückchen Papier, was der Mann, der hier gelebt hatte, wohl wie er drauf war? Ist das auch passiert, als er hier war? Es bringt mich wieder darüber nachzudenken. Ich glaube, für heute sollte ich es einfach gut sein lassen. Also, uff. Das war er. Da war erst die Feuerwehr, Polizei, jetzt Bestatter. Ah, okay, gut. Ja, dann wird das so frei. Ich verstehe. Ich habe mich auch gewundert, dass jetzt um die Uhrzeit da vielleicht noch jemand aussieht. Okay, gute Nacht, Herr Bubu-Zeit wieder. Was? Elektronik spielt verrückt. Woher kommt das? Irgendwo von hier drin? Kann ja nur der Computer sein? Nein. Nein, aus dem anderen Zimmer. Fernseher? Kühlschrank? Der Riss? Das Telefon. Ich sehe, wie alles gecheckt. Langsam. Ich kann auch nicht unter das Bett gucken. Von hier! Ein Radio? Was zum. Warum ist das in meinem Schrank? Gar nicht erst zu erwähnen, dass es sich selbst angeschalten hat. Irgendwas steht hier auf diesem Papier. Eine Adresse? Unser spezieller Ort. Wo sollte das denn sein? Okay, das ist gerade sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich in meinem Spiel jetzt reingepackt habe. Und das hier kommt mir überhaupt nicht mehr bekannt vor. Also ich habe nicht mehr ansatzweise so weit gespielt. Ich habe mir nur den Raum nochmal angeguckt, wie der aussieht. Das war alles. Deswegen, what? Das ist gruselig. Ein Papier, ein Zettelchen mit einer Adresse. Ein Papier. Ich muss ein Papier mit mir rumschleppen hier. Ich will nicht raus. Na gut, dann. I'm waiting for you. Ich warte auf dich. Was? Warum? Wie? Und wann? Hat es. Ich meine, das war ein männlicher Schrei. Ich bin ein männliches Tier und so. Ich bin ein Erdmännchen und renne schreiend davon. Oh, Paul, konntest du die letzte Nacht gut schlafen? Tut mir leid, dass du auf der Couch schlafen musstest. Nein, es, ungefähr das. Es tut mir leid, dass ich so spät noch vorbeigekommen bin. Ach, kein Problem. Ich habe es zwar nicht erwartet, aber mach dir darum keine Sorgen. Aber hey, ist denn irgendwas passiert? Du siehst überhaupt nicht gut aus. Oh, ach, es gibt nicht wirklich einen Grund. Vielleicht, naja. Vielleicht musste ich einfach nur euch ein bisschen stören hier. Hey, warum? Was? Also, na, ich mach doch nur Scherze. Oh. Ernsthaft? Oh, Mann. Du kannst mir schon erzählen, wenn was los ist, okay? Ich tu was auch mal ich kann für dich. Oh, na gut. Zum Glück habe ich ja doch. Ja,
jemanden, der sich um seine Freunde kümmert. Machst du dich gerade über mich lustig? Ja, ich habe übrigens von Marion gehört, wegen der Sache mit Shirley, und ich habe ihr schon gesagt, dass es halt nicht cool war. Mach dir darum keine Sorgen. Es ist ja auch nicht Marions Schuld. Gut, naja, wegen dessen Schuld auch immer das ist, ist, naja. Ich bin einfach nicht froh darüber, okay? Lass dich das nicht runterziehen. Ich weiß, dass du dich immerhin um deine Mutter kümmern musst, und ich denke, es ist Zeit für dich, etwas, naja, nach vorne zu sehen und dich auf neue Leute einzulassen. Als ob ein Typ wie du mir ein Date besorgen könnte. Ich hab doch einfach nur eine Mom bei mir im Krankenhaus. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Clerk irgendwie auch Reinigungsfachkraft ist oder sowas, aber ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher. Clerk? Hä. Und das Mädchen, was ich heiraten wollte, ist von mir davon gerannt. Oh Mann, dir stell dich nicht so an. Du weinst hier immer nur rum und hast deine eigene persönliche Regenwolke über dir. Ja, ich werde vorsichtig sein. Aha. Also, hör mal, ich gehe demnächst auf eine kleine Reise. Ich will ja auch schließlich nicht meinen Urlaub einfach so verschwenden, weißt du? Ach ja, das ist eine gute Idee. Wohin gehst du denn? Irgendwohin, ich weiß noch nicht. Ich werde dich anrufen, wenn ich dort bin. Hört sich super an. Schick mir eine Postkarte und wobei, na, lass es eigentlich. Nee, hör auf, lass es sein. Mach's nicht. Frühstück ist fertig. David, wirst du auch mitessen? Nein, ich bin nicht hungrig. Ich werde mich losmachen. Oh, schade. Komm auf jeden Fall jederzeit wieder, wenn du möchtest. Es gibt Frühstück und er haut ab. Erste absolute Unlogik hier drin. Hier. Scheint, als ob die Adresse in den Bergen wäre. Ungefähr 5 Stunden von hier aus entfernt. Ist etwa dort der ehemalige Bewohner hingegangen? Vielleicht sollte ich ihn nach diesem Zimmer fragen. Vielleicht weiß er irgendwas. Na gut, ich werde jetzt mich sofort losmachen. Ich mag diesen Ort hier sowieso nicht besonders. Verdammt. Er hat in den Büchern übrigens auch Adresse recherchiert. Also, dass ihr schon mal eine Idee kriegt hier, was hier eigentlich abgeht. Prolog, David Zimmer, Ende. Das war nur der Prolog. Uff. Ging irgendwie trotzdem schon 40 Minuten hier. Junge, Junge, Junge. Na gut, ich übersetze halt auch immer. Ich glaube, das ist ein ganz guter Moment, um dann gleich schon mal Pause zu machen. Er hat die Adresse in den Bergen gefunden, würde ich behaupten. Ah, es wird langsam dunkel. Aber das ist der Ort, kein Zweifel. Riesiger Ort. Sieht aus wie ein Hotel. Ob es hier sein wird? Ob er hier sein wird? Ich werde es vorausfinden. Pause oder ausmachen? Gleich ganz aus. Also, ich bin wirklich ein bisschen fertig, ein bisschen müde heute vom ganzen Tag generell. Und ja. Ja, also ich fand es mal ganz nett, weil zu zeigen, es sind halt so, ne, RPG-Maker-Spiele, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich schon seit vor vielen Jahren mal gespielt habe. Also, wenn ihr Interesse besteht, können wir es gerne weiterspielen. Es wird halt mal so spontan ein bisschen noch die Zeit auszufüllen. Ich kann nochmal eine Umfrage machen im Discord. Aber ansonsten haben wir bestimmt auch noch Sachen zu tun. I guess. Ich werde mal gucken, was ich euch noch Schönes bereiten kann. Wenn jemand eine Idee hat, was gerade mehr muss, kann er die auch gerne an mich wenden. Und ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Vorschläge habe ich ohne Ende, immer. Ich habe eine sehr volle Bibliothek. Eine sehr volle. Vielleicht könnten wir auch ein paar andere ganz kurze Spiele spielen. Also, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind. Ich guck mal durch, was ich so finde, worauf ich gerade so ein bisschen Lust habe. Ja. So, dann müsste ich nur mal gucken. Wir gehen wahrscheinlich mal in diese da. Was ist denn Smallland? Smallland? Wirklich mit 2 L? Das habe ich nicht. Ich muss ja mal Sachen spielen, die ich habe. Nicht noch mehr Spiele hier. Vor allem ist es schon wieder Early Access Survival Game. No, warte, sieht aus wie Grounded trifft Ark trifft, ja, Grounded trifft Ark.
Nee, ich glaube nicht. Seit gestern draußen, ich sehe schon. Ist ja wilde Nummer. Hab ich noch gar nicht gesehen, dass es gibt. Ach du Schande. Ach du Schande. Ist ja wirklich so ein bisschen. Drowned trifft auf Ark. Nee, ich brauche nicht noch mehr Survival Games. Ich spiele gerade gefühlt schon fünf oder so. Ja, ich habe gesehen, so richtig schöne Feenflügel und sie sieht echt top aus. Also, wer noch Survival Games braucht und so, Smolent. Einfach Smolent. Ach du Schande. Was habe ich denn spontan noch da? Death Store habe ich mir jetzt letztens geholt, weil ich es cool fand. Noch mehr Epic Maker Spiele. Wurde mir auch eventuell noch was geschenkt, was so ein bisschen Resident Evil-like ist. So Forgotten City hatte ich mir geholt, schon gefühlt vor einer Ewigkeit. Nö, gar nicht. Am 8. März, vom nicht mal einen Monat. Ach Mann, wir haben so viele schöne Spiele noch zu spielen. Und Kena zum Beispiel. Oder wir könnten ein bisschen Rune Factory spielen. Oder Rätselspiele. Oder Unravel. Ist auch ein Ich mache euch eine kleine Liste fertig. Ihr könnt dann so zwischen ein paar Teilen abstimmen. Irgendwie sowas. Ja, irgendwie so machen wir das. Oh Mann, Internet. Internet ist hell. Ich merke das Internet nicht, wenn es hell ist. Ist denn Mine noch online? Ii. Ich habe mich selbst noch mal ins Gesicht gemeckert. Toll. Ja, Mine ist noch Kann da. man machen. Wieso ist denn heute alles nicht auf Stumm? Die macht bestimmt noch ein paar Nebenquests und so.